Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie im Namen von Vodafone sehr herzlich willkommen heißen. Innovation ist für uns ganz klar der einzige Treiber für Wachstum. Wir glauben an eine Gigabit-Gesellschaft. Wir glauben daran, dass unzählige neue Technologien einen echten Umbruch erzeugen. Im vergangenen Jahr waren bereits über 20 Milliarden Geräte über das Internet vernetzt. Bis 2030 werden schätzungsweise eine halbe Billion Geräte miteinander vernetzt sein. Unterstützen Sie diesen Weg, gehen Sie mit uns gemeinsam, damit Deutschland tatsächlich die Gigabit-Gesellschaft wird. Wir kommen zur Preisverleihung des Gewinners des Förderpreises und der geht an Mario Goldenbaum. Herr Goldenbaum, herzlichen Glückwunsch. Worum geht es in dieser Arbeit? Ich denke, dass in aktuellen Funknetzen und insbesondere in Sensornetzen eine unglaublich große Menge an unnötigen Daten übertragen werden. Um die Effizienz zu steigern, findet bei uns die Datenverarbeitung schon während der Übertragung statt, sodass quasi am Ende der Empfänger nur das empfängt, was ihn wirklich interessiert. Vielleicht liegt der Erfolg darin, nicht alles als trockene Theorie anzugehen, sondern der Kreativität freien Lauf zu lassen. Und das schafft Professor Ellinger hervorragend. Er ist ein echter Technikkünstler. Er hat es geschafft, ganze Verstärkerschaltungen auf Klebestreifen unterzubekommen. Und seine analoge Schaltungstechnik ist energiesparend. Die Schaltungen sind robust. Sie sind auch sehr innovativ, diese Schaltungen. Herzlichen Glückwunsch zum Vodafone Innovationspreis 2016. Was sind Ihre nächsten Pläne? Im Bereich 5G gibt es sehr viel zu tun. Wir müssen die Performance erhöhen, damit wir kompetitiv sind und dass es in Deutschland richtig gut abgeht. Und auf der anderen Seite müssen wir auch nachhaltig sein. Wir müssen gucken, dass wir nicht zu viel Energie verbrauchen. Und da gibt es ganz viel zu tun und das ist super spannend. Ab 2020 wird es schon richtig losgehen mit 5G. Wir haben einen großartigen Tag gesehen mit super spannenden Diskussionen, mit vielen Neuigkeiten. Ein Thema Gigabit-Gesellschaft hat gefesselt, ist entwickelt worden, ist detailliert worden und natürlich auch einen sehr würdigen Preisträger, nämlich Herrn Professor Ellinger.